Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Schoki Banuki Nightshift. Heute mit Pujan, heute mit Daniel und mir, dem Christian. Und um was heute geht, nach dem Intro. Wir spielen heute Schoki Banuki des Wahnsinns fette Bräute. Aber sowas von. Und ich stelle euch die erste Frage, und zwar: Warum sterben mehr Männer als Frauen durch einen Blitz? Weil der Blitzableiter nicht bis zum Boden reicht? Das war jetzt ganz klar. Also das lassen wir. Ja, der hat einen Moment gebraucht. Ja, es ist ein Spätzünder. Ja. Daniel ist noch gar nicht da. Ich glaube, dass Männer öfter Outdoor sind und dass das ein rein statistisches Phänomen ist. Richtige Antwort. Na gut, das war eine Schnellrunde. Nein, wir machen natürlich noch weiter, ja. Es ist einfach, Männer sind öfter, behalten sich mehr im Freien auf. Nach einer amerikanischen Studie waren von 339 Todesopfern zwischen 59 und 94 80% Männer. Das ist mehr als die Hälfte. Da könnte man auch sagen, es liegt daran, Frauen mehr im Haushalt, weil die Kette, womit die am Ofen festgemacht sind, dann nicht rausgeht. Oder sind einfach nicht so blöd und sehen, da ist ein Gewitter. Gehen rein, ne? Und Männer, oh, was ist denn das? Okay. Gut, das ging schnell 1-0 für Daniel, ja? Warum fliegen Schwalben bei warmem Wetter besonders hoch? Das ist doch klar, wegen des Auftriebs. Das ist schon mal richtig. Um die Thermik zu nutzen. Aber warum? Die könnten auch sagen, ich nutze die gar nicht. Ja, oben ist kühler, denn die wollen es gar nicht so warm haben. Weil Wärme nach oben steigt, ist oben kühler. Warme Luft drückt nach oben. Ja. Und deshalb fliegen sie halt höher. Aber die könnten nach unten fliegen. Ja, mein Gott, aber warum in die Ferne schweifen, wenn die Höhe liegt so nah? Ja. Ja, es hat mit dem warmen Wetter und der Thermik zu tun, ja. Aber warum? Weil durch das warme Wetter auch ihre Nahrung höher fliegt. Ja, richtig. Die ganzen Insekten, Mücken und Viecher die und nach oben getrieben und Richtige Antwort. Ja. Also durch die Thermik werden nicht nur die Schwalben nach oben, sondern auch die Insekten, und das ist die Leibspeise der Schwalben. Ihr seid heute gut. Dritte und gewinnentscheidende Frage. Mhm. Grün. Woher stammt der Begriff Quacksalber? Von Quark und Salben. Von Salben, die dazu Enten vertrieben werden. Nee, früher gab es ja sehr viele, also es gab, wer die Medicus gelesen hat, weiß, es gab sehr wenig wirklich Studierte, sondern da gab es welche, die waren, alles was medizinisch war, hat entweder der Hufschmied übernommen oder die, was weiß ich, die Besoffene oder sonst was. Und dann gab es ja auch die Bader, das war das, was am nächsten in Richtung Medizin gab, aber da gab es auch unglaublich große Qualitätsunterschiede. Und die haben halt auch sehr viel Scheiße, haben es halt auch erzählt, einfach nur um den Leuten die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Genau. Und haben zum Beispiel Quark dann auch gesagt, okay, so ich mache dir hier eine Salbe aus irgendeinem bestimmten Kram. Das sind super tolle, wichtige Sachen drauf und das hilft dir und die kostet dich nur dein linkes Bein. Jetzt weiß und dann haben die richtig viel Asche dafür bezahlt. Mhm. Und in der Salbe, um diese weiße Farbe zu bekommen, war die basierend auf Quark. Mit irgendwas, was ich noch, Hundepisse oder sonst was. Ich glaube, dass es Quarksalber, dass die mit Entenfett eingerieben haben und daher Quark. Was die, die das verkauft haben, haben sich mit Quark, mit Entenfett eingerieben. Nein, die haben, um zu heilen. Welche Filme guckst du so? Was nimmst du am frühen Morgen schon? Entenfetisch. Geht das in die Richtung? Es geht in die Richtung, hat aber nichts mit der Ente und auch nichts mit Quark zu tun. Okay, dann ist Quark ein alter Begriff für etwas anderes. Ich habe auch nicht gesagt Quarksalber, sondern Quacksalber. Ja, Quacksalber. Quack ist ein alter Begriff. Für? Quatsch. Quatschsalber. Blödsinn. Nee. Für Fake. Für. Ihr seid fast da. Quaken oder Quack ist das alt oder ein altes für Wort für Lautschreien. Lautschreien. Und die Salbe wurde damals auf Märkten von lautschreienden Marktschreiern angeboten. Und dann war das ein Quack. Salbe. Ja. Heute eine etwas ruhigere Sendung mit Bildungsauftrag. Ich finde es auch mal gut, dass der Daniel und der Pujan auch mal auf seriös machen. Ja.
nimmt man ihnen nicht ab, aber sie haben es versucht. Wir lassen es ich dabei. Ich bin müde, er ist ja? besoffen. Das so, also, ja, dann lassen wir es einfach heute dabei. Meine ernste Sendung, tragt das Wissen raus, ne, woher der Quacksalber kommt, warum die Schwalben so hoch fliegen und warum mehr Männer als Frauen durch Blitze sterben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit heute. Wünsche Ihnen noch einen schönen Morgen, Tag, Nacht, Abend. Je nachdem, wann Sie diese Sendung konsumieren. Und alles Gute. Der Christian ist aber ein Quacksalber, oder? Der Christian, das ist so ein Babbel. Um es mit Saschas Worten zu sagen, kann weg. Gute. Ciao. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.